Mein Name ist Thomas Sulak, für all diejenigen, die mich nicht kennen. Allerdings für die, die mich kennen, bin ich auch der Thomas Sulak, also da ändert sich nichts insofern. Ich bin seit circa 30 Jahren in der IT, das heißt seit meiner frühesten Kindheit, falls jetzt der ein oder andere zu rechnen beginnt, wie alt ist der Sulak eigentlich? Also ich kann das auch gerne aufklären, ich bin da sehr, sehr offen, ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine 6-jährige Tochter und wir leben da draußen in der Nähe von Stockerau. Ja. Ja, genau, genau. Ja, ich sage immer, es ist nicht der Arsch der Welt, aber man sieht dem schon ganz gut. Ja, aber es ist toll, ja. Ich mache das Ganze ein bisschen interaktiv, also Sie dürfen da jetzt gerne mitarbeiten. Ich hätte jetzt nur eine Frage, wer von Ihnen hat denn was zu verbergen? Hand hoch. Na ja, sagen Sie das nicht, da zeigen Sie so wenig auf, also vielleicht sind Sie ja gar nicht so viel. Ja? Na, viel sind das nicht. Ja? Also das waren jetzt maximal 3, was ich da so gesehen habe. Ne? Also ich kann Sie beruhigen, diese Frage, die stelle ich so ziemlich immer, ganz egal, was für ein Programm ich mache, und diese Frage spaltet mein Publikum immer in 3 verschiedene Lager. Ja? So, da gibt es das erste Lager, das sagt, ja, ja, na klar, ich was zu verbergen, sicher, und das gebe ich ja gern zu. Ja? Dann gibt es das zweite Lager, das sagt, naja, eigentlich habe ich schon was zu verbergen, aber wenn ich jetzt aufzeige, dann mache ich mich verdächtig. Ah, sage ich lieber nichts. Und dann gibt es noch das dritte Lager und das ist wirklich davon überzeugt, dass es nichts zu verbergen hat. Ja? Ich sage einmal, alle 3, ja, es geht niemand was an, da haben Sie recht. Ja? Alle 3 Lager haben so ihre Berechtigung, nur ich kann Sie beruhigen. Sie können ruhigen Gewissens sagen, Sie haben was zu verbergen. Wenn ich das nächste Mal wer fragt, haben Sie was zu verbergen, dann zeigen Sie so auf. Das sind Kleinigkeiten, also Sie dürfen da jetzt nicht so kompliziert denken. Das sind, keine Ahnung, Dinge, sage ich mal, die der Nachbar zum Beispiel nicht wissen sollte. Seit dieser ganzen, der Snowden, sagt Ihnen das was? Haben Sie den gehört irgendwo? Der Snowden, das ist dieser Typ, der da vor 3, 4 Jahren, glaube ich, ist mittlerweile her, ja diese ganze NSA-Überwachungsgeschichte enthüllt hat in einem riesengroßen Rahmen. Ja, also da wurden ja zig, zehntausende Dokumente veröffentlicht, publiziert. Und seitdem das Ganze aufgekommen ist, ist das Ganze ein bisschen zur Thematik geworden auf den Smartphones. Währenddessen, so ziemlich jeder, also sagen wir mal so, wer ist denn bei Ihnen, wer ist denn auf Facebook? Gibt es da jemanden erinnern? Ja, die Dunkelziffer ist etwas höher. Schauen wir, wer hat ein WhatsApp? Ja, ist ein bisschen mehr. Ja, ja. Also komischerweise, die Betreiber von Facebook, ja, das ist der Mark Zuckerberg, ja, den kennen Sie ja, also für all diejenigen, die in der Pendeluhr schlafen, das ist der CEO von Facebook, der Mark Zuckerberg. Und das Interessante ist ja, das Privatleben von jedem Einzelnen, der auf Facebook ist, kann man ja teilweise komplett öffentlich einsehen, ja, eben auf Facebook. Nur, haben Sie schon mal nach einem Zuckerberg gesucht in Facebook? Ja, da finden Sie zwar irgendwas, aber das ist leer. Das läuft so quasi unter dem Deckmäntelchen, das geht Sie nichts an. So, jetzt hätte ich noch eine Frage. Wer glaubt denn von Ihnen an diese ganze Überwachungsgeschichte? Glauben Sie, glaubt irgendjemand, dass er aktiv wirklich überwacht wird? Das ist jetzt sehr viel. Also so einen hohen Anteil habe ich noch nicht gehabt. Also Sie glauben wirklich, da sitzt einer, der lest Ihre Mails ganz explizit? Ja. Es gibt viele automatisierte Möglichkeiten. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie Sie feststellen können, ob Sie quasi auf der Blacklist sind und überwacht werden, von wem auch immer. Und zwar machen Sie Folgendes. Gehen Sie einmal ins Internet, ja, da haben Sie nicht weit, und googeln Sie einmal nach Rohrbombe. So, aber damit ist es noch nicht genug. Dann gehen Sie zum Biller. Und dort kaufen Sie 10 Kilogramm Staubzucker. Dann gehen Sie zum Obi oder zum Baumarkt, nicht mehr, weil den gibt es nicht mehr, oder zum Vetter, wen auch immer. Dort kaufen Sie ein paar Rohre mit Endkappenverschlüssen, ja, ausreichend Unkrautvernichtungssalz, ja, ganz wichtig. Dann gehen Sie zum Mediamarkt oder zum Saturn, das ist mir prinzipiell wurscht, ich mache keine Werbung für die, aber dort kaufen Sie dann ein paar Wecker, ja, oder Zeitschaltuhren, irgendwas in die Richtung. Und ganz wichtig, Batterien nicht vergessen. Ja. Das zahlen Sie bitte immer brav mit Bankomat oder mit Kreditkarte, das ist ja wunderbar, Sie wissen eh, was geht. Mit Bankomat oder Kreditkarte bezahlen. So,
Und dann schauen Sie, was passiert. Ah ja, und zum Abschluss, so quasi als Drüberstreuer, kaufen Sie bei Amazon vielleicht noch einen Koran. Und wenn dann die nette Dame an der Kasse sagt, ja, haben Sie denn eine, oder ein Herr, haben Sie denn eine Kundenkarte? Dann sagen wir, na klar, eine Kundenkarte. Jetzt passen Sie auf, was ich für eine Kundenkarte habe. Ja? Suchen Sie eine aus. Ja? Aber da kriege ich überall 2% am Jahresende. Ja gut, das ist die Wirtschaftskammer, von denen habe ich bis jetzt noch nichts gekriegt, aber schauen wir mal. Hm? Habe ich geschummelt? Naja, ich habe zwei Gewerbe. Ja, ich habe zwei Gewerbescheine. Aber sie sind beide vom selben. Ja, und dafür kriege ich 2%. Und wenn Sie das gemacht haben, dann bitte können Sie auch gleich eines machen zu Hause. Rutschen Sie die ganzen Sesseln und die Bänke und was haben, rutschen Sie ein bisschen von den Fenstern rein, so 2 Meter reichen. Weil wenn dann die Men in Black kommen, das sind die mit der Skibrille, ja, die kommen durchs Fenster und nicht, dass die nachher beim Frühstück im Knack sitzen haben. Das war blöd. Ja. Im Moment weiß ich nicht genau, wo wir in der Zeit stehen. Deswegen habe ich vorher gesagt, Zeitverschiebung. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir stehen irgendwo so in den 1930ern, so um den Dreh. Was mir jetzt sagt, dass man umso mehr darauf aufpassen muss, was man im Internet publiziert. Erstens. Zweitens einmal, vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, was das Smartphone tut, ohne dass es weiß. Ja. Weil damals haben sie keine Computer gehabt mit Millionen von Daten. Damals haben sie einen depperten Zettel gehabt. Und der ist irgendwo in einer Kartei drinnen gesteckt. Und die Kartei hat man halt nachher genommen. Ne? Ja, das ist die Kehrseite an der ganzen Geschichte. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal wissen, wer ist auf WhatsApp von Ihnen? Es sind schon mehr, das ist interessant. Das sagt man, dass Sie Vertrauen gewinnen. Naja, das werden wir jetzt gleich wissen. Also wissen Sie zum Beispiel, wer Sie haben das gesagt, nicht? Ja, wem es gehört, wissen Sie mittlerweile, nicht? Das gehört dem Mark Zuckerberg, also auch Facebook. Wissen Sie, wer es programmiert hat? War es nicht von israelischen Händen, WhatsApp, bevor es verkauft worden ist? Das war jetzt echt schlimm. Also da würde man noch mehr Sorgen machen, als ich mir eh schon mache. Na? Also programmiert, das weiß keiner, da brauchen Sie Ihnen jetzt gar nichts antun, das weiß niemand. Niemand weiß das. Ich meine, ich weiß es und Sie wissen es auch gleich, aber grundsätzlich weiß es niemand. Also, programmiert ist das ganze Worden von Mark Kuhn und Brian Acton. Das waren 2 Amerikaner. Tatsache ist, dass eigentlich, ja, damals waren es 2 Milliarden User, ihre Daten einfach so hergegeben haben über WhatsApp. Ich meine, WhatsApp ist ja schon datenschutztechnisch nicht fragwürdig, sondern extrem... Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ja, sie verbessern sie. Ja. Wenn man zum Beispiel gesucht hat nach dem Firmenstandort von WhatsApp, das war ein Sushi-Laden. Ja. Die Fotos hat man gesehen auf Internet, da hat es einen Deutschen gegeben, der hat das wirklich bis ins kleinste Detail recherchiert und hat dann auf Google Earth, nennt man das, da sieht man in den Fotos, hat er dann publiziert, das ist WhatsApp, ja, das Sushi-Laden. Ja. Rein theoretisch hätte das auch ein 12-jähriger Knabe sein können, der im Sommer mit der Lupe Insekten quält. Ja, und den geben Sie Ihre Daten, oder? Gratuliere. Wobei da habe ich vor der Fantasie der Erwachsenen noch mehr Angst wie vor dem 12-Jährigen. Aber wie dem auch sei, jetzt ist es ja eigentlich eh super und geklärt, weil jetzt wissen wir, wem es gehört, nicht? Nämlich in Zuckerberg. Und das ist super, nicht? Damit wissen wir es eh. Nicht? Es ist folgendermaßen. Also der Zuckerberg hat sich erstens einmal diesen Dienst, dieses WhatsApp, um 19 Milliarden US-Dollar gegönnt. Ja? Also da sage ich schon mal, wenn ihm das 19 Milliarden US-Dollar wert ist, dann muss das mindestens den 100-fachen Wert haben, sonst würde der das als Geschäftsmann nicht machen. So. Haben Sie schon mal Apps installiert auf Ihrem Smartphone? Darf ich ein kurzes Handzeichen bitten, oder mit ungefähr mal das Verhältnis war? Ich weiß nicht, das liegt, aber heute halt diese Hälfte ungefähr, ja. Also wenn man jetzt so eine App installiert, dann wird Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein, dass es 100
so lästige Fragen stellt. Du musst dann auf weiter, ja, mag ich zulassen, klicken, ja, ewig lästig. Ja. Aber nur damit Sie auch wissen, was Sie da bestätigen. Und zwar, wenn Sie eine App installieren, dann möchte das Berechtigungen haben auf Ihrem Smartphone. Sprich, dieses App darf dann Dinge tun, ohne dass Sie was tun müssen. Das ist praktisch, nicht? Im ersten Moment einmal. Ja. WhatsApp zum Beispiel verlangt 36 Zugriffsberechtigungen. Das heißt, dieses Ding darf doch 36 Dinge tun, wie zum Beispiel der Standard. Haha, Standard ist eh überall. Nicht? Ich meine, es macht ja teilweise auch Sinn, nicht? Also zum Beispiel die Taschenlampe, das ist so, okay, die Apps, Taschenlampe, nicht? Was Zugriff aufs GPS haben möchte, das ist ja sinnvoll, nicht? Na ja, klar. Na, ich möchte ja wissen, wo es finster ist, wenn ich es einschalte. Hm? Ja. Aber WhatsApp, naja, das müssen Sie bestätigen, sonst installiere das nicht. Das ist das Gemeine. Bleibt die Taschenlampe vom Handy weg. So ist es. Und genau dort will ich hin. Aber WhatsApp verlangt 36 Berechtigungen, sprich, es will auf den Standort zugreifen, es will SMS schicken und empfangen, es will Kontakte löschen und erstellen, es will Telefonanrufe tätigen, ja, es will E-Mails verschicken, ja, und das Super-GAU, hm, sitzen Sie? Ja, Sie sitzen. Video und Audio aufnehmen und versenden. Nur E-Mail darfst du schicken, nicht? Video und Audio. Jetzt in dem Moment, wo Sie es im Handtaschel haben oder im Hosensack, die Herren, kann dieses Gerät, dieses App, aufzeichnen Videos und gleich eins zu eins verschicken. Also bei der nächsten Besprechung brauchen Sie dann gar kein Tonbandgerät mitrennen lassen, weil es ist eh alles gespeichert auf WhatsApp. Und die haben das dann auch. Ja? Wobei, man muss schon dazu sagen, ja, also WhatsApp hat auch seine Vorteile. Also für all diejenigen, die es jetzt installiert haben, ich kann Ihnen gerne sagen, warum Sie es installiert haben. Sollten Sie einmal in den Erklärungsnotstand kommen, wenn Ihnen wer fragt, wieso haben Sie es installiert, ich sage Ihnen, warum Sie es installiert haben. Okay? So, erstens einmal, man kann zum Beispiel Nachrichten versenden, SMS und MMS, und zwar 1000, Entschuldigung, und zwar unendlich viele, so, unendlich viele. Ja? Und das macht ja durchaus Sinn. Ja? Für all diejenigen, die mit 1000 SMS nicht auskommen. Das soll es geben. Dann können Sie Videos versenden mit einer Größe von 25 Megabyte und mehr. Ja, ist auch super. Also ich wüsste ja gar nicht, wo ich die ganzen Fun-Apps oder die ganzen Fun-Videos herkriege. Von der Katze oder was auch immer da irgendein Blödsinn macht. Ja, wo kriege ich das her, wenn nicht über WhatsApp? Ja, und dann kommen noch zwei weitere Punkte. Ja, und jetzt wird es interessant. Nämlich, erstens einmal der Gruppenzwang und der Coolness-Faktor. Wer von Ihnen hat zum Beispiel Kinder, die so im Schulalter sind, oder vielleicht Enkel schon? Ja. Also meiner Erfahrung nach haben sie da ein Pech, oder auch Kindergarten zum Beispiel. Wenn sie in einer gewissen WhatsApp-Gruppe nicht drinnen sind, dann kriegen sie diese Dinge einfach nicht mit, die über die Schule diskutiert werden. Hausaufgaben und so weiter. Ganz banale Dinge. Ja. So viel zum Thema Gruppenzwang. Gut, ich sage Ihnen was, ich habe jetzt noch ein Gedicht mitgebracht, ich muss das ein bisschen überlesen, weil das ist ganz neu. Ja? Also das ist, ich kann es eh fast ganz, aber ein bisschen muss ich vielleicht reinschauen. Also, die Multis gibt es in jeder Sparte. Sie liefern uns die Vorteilskarte. Aber was tun die so mit unseren Daten? Das will ich Ihnen gern verraten. So. Google weiß, wohin wir klicken. Facebook weiß, mit wem wir uns treffen. Rantastic weiß, wie lange wir es tun und Nike sagt, du sollst nicht ruhen. IKEA weiß, worauf wir liegen und Air Berlin, wohin wir fliegen. Bipper weiß, wie wir verhüten. Mit 2% tun sie es vergüten. Der Arzt erkennt Cholesterin und Google auch die Medizin. Und zwicken Gase dich im Bauch, dann kannst du es twittern. Ich tu's auch. Die Datensammler sind bekannt, die wichtigsten wie folgt benannt. Danone, Mars und Unilever, Procter Gamble, kennt ein jeder. Google, Apple, Microsoft, ich glaube, die hört man auch sehr oft. Sie kennen Ihren BMI? Hm? Interessant, aber nicht nur für Sie. Und liegt der jenseits gut und bös, dann wird Ihr Versicherer nervös. Was hast du mit wem gegessen und wo seid ihr dabei gesessen? Das Ortungstool ist stets dabei. Das macht uns doch so richtig frei. Zur Sicherheit, man kann nie wissen, gibt es einen äußerst dienstbeflissen. Dort sammelt man echt alle Daten.
Und wer das ist, das dürfen Sie raten. Dankeschön. Applaus